Hey Freunde, ich bin's wieder. Willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Ich werde heute mal über eine Sache reden, was ich ganz wichtig finde. Was ich auch die letzte Zeit, wo ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht habe, die letzte Zeit. Und zwar ist das, ich möchte gerne wieder durchstarten mit YouTube. Das seht ihr, ich glaube, hier in dem Video werde ich das mal, für uns verlinken. Möchte ich von euch, wenn ihr wollt, habt ihr Bock, mir ein paar Tipps zu geben, was ich machen kann. Und zwar, ich habe ja schon erzählt, ich möchte hier ein bisschen reden und habe schon auch überlegt, zum Beispiel bei habe ich hier ganz in der Nähe für ein paar kleine Eurochen ein, wie heißen die, Nivellier-Mikrofon gefunden, was ich überlege, mir zu holen, ein Ansteckmikrofon. Was meint ihr, ist das dann besser an der Soundqualität? Ich kann jetzt leider keinen Vergleich bieten, weil ich das natürlich noch nicht habe. Leider habe ich nur dieses Smartphone hier, welches auch unten in der Beschreibung zu sehen ist, welches es ist. Ich habe eine Audacity wahrscheinlich, dass die Tonspur noch ein bisschen bearbeiten, damit das nicht ganz so hohl klingt, wenn ich es hinkriege. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was habt ihr für Gerätschaften, die für einen absoluten, sagen wir mal, ab jetzt absoluten YouTube-Anfänger ist. Was kann mir helfen, um euch ein bisschen bessere Qualität zu geben, am besten für wenig Geld? Das wäre schön, wenn ihr mir das schreiben würdet. Da unten ist ganz viel Platz. Dann haben wir, ich glaube hier, da ist ein Button, da könnt ihr gerne drauf drücken, wenn ihr wollt. Die Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank für eure Tipps. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.